Liebe Schweizer, ich bin die Schweizer Stimme vom Christlichen News Center in der Schweiz und trete heute mit einer wichtigen Mitteilung an alle Schweizer Bürger. Es geht um den Schutz von deiner Meinungsfreiheit. Ich muss dich auf ein kontroverses Gesetz hinweisen, das letzten Dezember von der Eidgenössischen Rät beschlossen worden ist. Es geht um ein Zensurgesetz, das bedeutet, dass du als Bürger und als Christ eine Straftat begehen wirst, wenn du für gewisse traditionelle Werte einstehst oder Passagen von der Bibel zitierst. Es ist eine ernste Angelegenheit. Denn, wenn das Zensurgesetz angenommen wird, wird uns das radikal beeinflussen und auch all die Menschen, die an Gott glauben. Das Gesetz wird uns erschweren, unsere Gedanken, Meinungen und Überzeugungen ohne Angst von einer Strafe zusammen zu teilen. Darum bitte lass gut zu und mach dir bewusst, dass du mit einer einzigen Unterschrift verhindern kannst, dass deine Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Wir leben in einem Land, wo wir bis jetzt relativ frei gewesen sind. Unsere moralischen und religiösen Überzeugungen und unseren Glauben mit anderen Menschen zu teilen. Immer mehr werden aber Überzeugungen, auch christliche Werte und Stellen aus der Bibel in Bezug auf Beziehungsfragen, Fragen vom menschlichen Leben und von der sexuellen Orientierung zu fromm oder sogar als fundamentalistische Angriff angesehen und werden somit auch politisch als unkorrekt angeschaut. Genau die Form von Veränderungen, von Gesetzen wird dazu genützt, Leute zum Schweigen zu bringen. Du wirst daran gehindert, deinen Glauben und deine Meinung, die Lehre, die du vertrittst, öffentlich bekannt zu machen. Somit wird die Veröffentlichung von glaubensbezogenen und religiösen Inhalten gestoppt werden, da die gemäss einem Zensurgesetz als Verbrechen gelten würden. Was heisst das genau? In Ländern, wo das Zensurgesetz bereits in Kraft getreten ist, hat es bereits zu verheerenden Folgen geführt. Christliche Glaubensgrundsätze und Werte werden als problematisch eingestuft, dass, wenn man sich mal öffentlich und sogar privat geäussert hat, Christen verhaftet und verfolgt werden. In Großbritannien sind vor kurzem zwei Strassenprediger verhaftet worden, weil sie gesagt haben, Jesus sei der einzige Weg zu Gott. Gemäss der Staatsanwaltschaft soll Zitieren von Versen von der Bibel in der Öffentlichkeit im modernen Großbritannien als kriminelle Angelegenheit angeschaut werden. In Deutschland hat ein Paar vom gleichen Geschlecht für ihre Hochzeit vier die Villa von einer älteren Dame mieten. Wo der Sohn der Vermieterin erfahren hat, dass es sich um ein schwules Paar handelt, hat er das noch nicht bindende Angebot mit dem Hinweis auf Moral und Anstandsempfinden von seiner Mutter zurückgezogen. Vor Gericht ist er trotz seiner Wertvorstellung wegen nicht gerechtfertigter Diskriminierung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Mit dem neuen Gesetz würde ihm sogar eine Gefängnisstrafe drohen. Es geht nicht darum, gegen gleichgeschlechtliche Paare zu gehen, sondern es soll deine freie Meinungsäußerung geschützt werden. Nur weil du etwas oder eine Praktik moralisch nicht unterstützen möchtest, darf man dich nicht dafür ins Gefängnis stecken. In Südafrika werden christliche Pastoren, Kirchen und Einzelpersonen schon von Menschenrechts- und Gleichstellungskommissionen untersucht und sogar vors Gericht gebracht, weil sie das glauben und predigen, was in der Bibel steht. In Nordirland ist eine Bäckerei verurteilt worden, weil sie sich aus gewissen Gründen geweigert haben, für einen Gay-Aktivist einen Kuchen mit dem Aufschritt «Unterstützt schwule Ehe» zu machen. Sie haben sich nicht wegen der sexuellen Orientierung vom Kunden geweigert, den Kuchen zu machen, sondern wegen der politischen Botschaft, die ihren Wert absolut widerspricht. Das neue Gesetz wird in Zukunft also die Religions- und Gewissensfreiheit noch mehr einschränken und weil das neu als Verbrechen gewertet wird, viele Menschen dazu bringen, nicht mehr frei ihre Meinung zu äußern. Wir sollten vor allem jetzt als Christen gemeinsam in der Einheit aufstehen und etwas dagegen unternehmen. Unabhängig davon, welcher Religion du angehörst, ob du katholisch oder orthodox bist, in eine Landes- oder Freikirche gehst oder deinen Glauben an Gott für dich selber auslebst, wir sind als Christen ein Leib. In einer echten Demokratie sollen religiöse Überzeugungen und Glaubensbekenntnisse in der Gesellschaft respektiert und auf keinen Fall unterdrückt oder bestraft werden. Das Gesetz führt dazu, dass deine persönlichen Aussagen in den sozialen Medien und sogar auf einer persönlichen WhatsApp-Nachricht als anstössig angeschaut werden können. In bestimmten Fällen können deine Aussagen als Straftat gesehen werden und zu einer Geldstrafe oder bis zu 3 Jahren Gefängnis führen. Die EDU geht zusammen mit anderen Parteien gegen das Gesetz vor und hat ein Referendum
gegen die Erweiterung der Rassismus-Strafnorm gemacht. Von den Medien sind Unterschriftssammlungen totgeschwiegen worden. Das ist vielleicht der Grund, warum du den Ernst der Lage noch nicht erkannt hast. Bis am 20. März müssen 50'000 Stimmen erreicht werden, um das zu verhindern. Es liegt jetzt an dir, deine Meinungsfreiheit zu schützen. Unterschreib das Referendum. Sammle weitere Stimmen bei deinen Bekannten. Wichtig! Du brauchst einen Schweizer Pass, dass deine Stimme zählt. Den kostenlosen Unterschriftsbogen und mehr kannst du auf der Webseite herunterladen. Deine Stimme kann unsere Stimme als Schweizer und Gläubige für die kommenden Jahrzehnte beschützen. Herzlichen Dank!